Rockman und Lacey Lou. Danke, Ken. Wir schalten jetzt live ins Gerichtsgebäude nach Königs Wusterhausen, wo der Bodyguard von Angela Merkel endlich vor Gericht gestellt werden konnte, weil er einem Kind eine Bimmel weggenommen hat. Oh, eine Bimmel? So, Herr Angeklagter, jetzt schildern Sie mal genau, was an dem besagten Tag passiert ist. Ja, da ging man so die Straße runter und da war dieses Mädchen und das hatte so diese Bimmeln am Handy. Und diese Bimmeln will ich auch haben. Kennen Sie diese Bimmel? Das ist so Bimmel, Bimmel, Bimmel. Bimmel, Bimmel, Bimmel. Bimmel, Bimmel, Bimmel. Und was geschah dann? Dann bin ich zu dem Mädchen hingegangen und habe ihm die Bimmeln weggenommen. Und jetzt sind das meine Bimmeln. Ich liebe diese Bimmeln. Die machen immer Bimmel, Bimmel, Bimmel. Bimmel, Bimmel, Bimmel. Bimmel, Bimmel, Bimmel. Dann kam ja plötzlich die Mutter angelaufen und hat ihn die Bimmel von ihrem Handy wieder weggenommen. Was geschah dann? Da kommt doch tatsächlich die Alte angelaufen. Da hinten sitzt die Alte. Ey, die haben jetzt hier meine Bimmeln wieder weggenommen. Ey, Alte, gib mir meine Bimmeln wieder, Alter. Schlampe. Und deswegen haben Sie meine Mandantin dann die Treppe runtergestoßen? Nein, die Treppe habe ich sie runtergestoßen, weil sie mir den Bon für die Bimmel nicht geben wollte. Also, das kann ich jetzt aber irgendwie nachvollziehen. Immerhin wollten Sie ihm den Bon nicht geben. Oder, Lucy? Ja, Ken. Ohne Bon kann er es doch gar nicht umtauschen. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt Breaking News mit Ken Brockman und Lucy Blue.